Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt 6. Wahl der Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission nach dem Gesetz zur parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes in Hessen. Es liegen unterschiedliche Wahlvorschläge vor. Die Drucksache 225 aus der 20. Wahlperiode ist der Wahlvorschlag der Freien Demokraten. Die Drucksache 240 aus der 20. Wahlperiode ist der Wahlvorschlag der Fraktion der AfD. Der Wahlvorschlag der CDU hat die Drucksachennummer 241 aus der 20. Wahlperiode. Der Wahlvorschlag von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat die Drucksachennummer 242 aus der 20. Wahlperiode. Der Wahlvorschlag der SPD hat die Drucksachennummer 243 aus der 20. Wahlperiode. Und der Wahlvorschlag der LINKEN hat die Drucksachennummer 244 aus der 20. Wahlperiode. Die ist Ihnen verteilt worden und ist ja auch schon eingebracht worden. Es ist geheime Abstimmung beantragt, und damit würden wir jetzt beginnen. Wer fängt an? Ja. Dann fange ich an. Ulrike Alex. Entschuldigung, ich war zu schnell. So, nach § 1 Absatz 2 des Gesetzes zur parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes in Hessen wählt der Landtag zu Beginn jeder Wahlperiode die Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission aus seiner Mitte. Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Landtags auf sich vereint. § 1 Absatz 2 und Absatz 4 Verfassungsschutzkontrollgesetz. Der Landtag hat mit der Drucksache 20/234 beschlossen, dass die Parlamentarische Kontrollkommission aus 7 Mitgliedern besteht. Es liegen Ihnen verteilt auf Ihren Plätzen die Drucksachen 20/225, 20/240, 20/241, 20/242, 20/243 und 20/244, die Wahlvorschläge der Fraktionen der Freien Demokraten, der AfD, der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, der SPD und DIE LINKE vor. Ich darf fragen, ob weitere Vorschläge gemacht werden. Das ist nicht der Fall. Es ist geheime Wahl beantragt worden. Interfraktionell wurde vereinbart, dass die Wahl mit einem Stimmzettel, auf der die Namen aller vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten aufgeführt sind, durchzuführen. Ich sehe keinen Widerspruch. Damit sind alle einverstanden. Ich bitte nun um Aufmerksamkeit für einige Hinweise zum Ablauf der Wahl. Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Landtags auf sich vereint. Das sind 69 Stimmen. Ich bitte die Wahlhelferinnen, Frau Abg. Astrid Wallmann von der CDU, Herr Abg. Tobias Eckert von der SPD, Frau Abg. Nina Eisenhardt von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Herr Walter Wissenbach, Herr Abg. Walter Wissenbach von der AfD, die Frau Abg. Marion Schardt-Sauer von der FDP und die Abg. Frau Elisabeth Kula von der LINKEN, zunächst zum Ausgabetisch, der rechts von mir steht, zu kommen, um sich dann von dem ordnungsgemäßen Zustand der Wahlkabinen, der Wahlunterlagen und der Wahlurnen zu überzeugen. Das wollte ich alles überspringen. Ich war schneller fertig gewesen. Kommen Signal dann, es werden keine Beanstandungen gegen den ordnungsgemäßen Zustand erhoben. Alles in Ordnung. Gut, dann kommen wir zur Wahlhandlung. Nach dem Namensaufruf der Abgeordneten, der gleich erfolgen wird, erhält jeder von Ihnen von der Wahlhelferin oder dem Wahlhelfer einen Stimmzettel. Auf diesem Stimmzettel sind alle vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten aufgeführt. Sie haben insgesamt 7 Stimmen. Sollten Sie mehr als 7 Stimmen vergeben, ist der gesamte Wahlzettel ungültig. Ferner darf der Stimmzettel auch keine. Ich bitte um Ruhe hier an der Regierungsbank. Ferner darf der Stimmzettel auch keinerlei weitere Kennzeichen oder Bemerkungen enthalten. Auch in diesem Fall ist dieser Stimmzettel ungültig. Ich darf Sie bitten, den Stimmzettel zweimal gefaltet in die Wahlurne zu werfen. Bevor die Schriftführer mit dem Namensaufruf beginnen,
bitte ich die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, darauf zu achten, dass die Wahlhandlung geheim abläuft. Ich bitte nun, mit dem Namensaufruf der Abgeordneten zu beginnen. So. Ulrike Alex, Tarek Al-Wazir, Katrin Anders, Lena Arnold, Sabine Bächle-Scholz, Dirk Bamberger, Jürgen Banzer, Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth, Alexander Bauer. Frank Thilo Becher, Holger Bellino, Peter Beuth. Markus Bocklet, Michael Boddenberg, Christiane Böhm, Karl Hermann Bolldorf, Volker Bouvier, Silvia Brünnel, Dr. Matthias Büger, Thailand Burcu, Ines Klaus, Miriam Dahlke, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Frank Diefenbach, Angela Dorn, Tobias Eckert.
Okay. Nina Eisenhardt, Arno Enners, Nancy Faeser, Martina Feldmeier, Thorsten Felsterhausen, Hildegard Förster-Heldmann, Jürgen Frömmrich, Sandra Funken, Klaus Gagel, Dirk Gahr, Kerstin Geis, Lisa Gnadl, Eva Goldbach, Dr. Frank Grobe, Vanessa Kronemann, Stefan Krüger, Gernot Krumbach. Theoretisch, wenn du aufstehst, ist alles total zu unterbrochen.
Es geht weiter mit Dr. H.C. Jörg-Uwe Hahn, Karin Hartmann, Erich Heidkamp, Christian Heinz, Birgit Heitland, Thomas Hering, Klaus Hermann, Priska Hinz, Heike Hofmann, Markus Hofmann, Andreas Hofmeister, Hartmut Honka, Knut John, Bijan Kaffenberger, Rolf Kahnt, Norbert Kartmann, Heiko Kasseckert, Frank-Peter Kaufmann. Kaya Kinkel, Kai Klose, Wiebke Knell, Elisabeth Kuhler, Gerald Kummer, Robert Lambrou, Jürgen Lenders, Thorsten Leveringhaus, Andreas Lichert, Angelika Löber, Frank Lorz, Professor Dr. Alexander Lorz, Heinz Lotz, Daniel May, Markus Meisner, Hans-Jürgen Müller, J. Michael Müller.
Genau. Es geht weiter mit Regine Müller, Stefan Müller, Petra Müller-Klepper, Dr. Stefan Naas, Claudia Papst-Dippel, Manfred Penz, Moritz Promny, Yanki Pürsün, Lucia Puttrich, Claudia Ravensburg, Michael Reul, Boris Rhein, Volker Richter, René Rock, Günther Rudolph, Michael Ruhl. Bevor wir weiterlesen, bitte ich um etwas Ruhe, damit auch verstanden wird, was die Kollegin Schriftführerin vorliest.
Max Schad, Dr. Thomas Schäfer, Thorsten Schäfer-Gümbel, Jan Schalauske, Marion Schad-Sauer, Lukas Schauder, Hermann Schaus, Gerhard Schenk, Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, Katrin Schleenbecker, Mirjam Schmidt, Heiko Scholz, Dimitri Schulz, Armin Schwarz, Uwe Serke, Dr. Daniela Sommer, Sadet Sömnes, Frank Steinraths. Es geht weiter mit Oliver Stierböck, Manuela Strube, Ismail Tippi, Oliver Ulott, Tobias Utter, Joachim Feilmann, Bernd Erich Vohl, Matthias Wagner, Astrid Wallmann,
Alexandra Walter. Thorsten Warnecke. Sabine Waschke. Marius Weiß. Dr. Ulrich Wilken. Axel Wintermeier. Walter Wissenbach. Janine Wissler. Turgut Yüksel. Karina Fissmann. Karin Müller. Felix Martin.
Aber vielleicht. Schon mal hier der Hinweis zum Ende der Sitzung auf den parlamentarischen Abend. Alles klar. Konnten alle, die es wollten, ihre Stimmzettel abgeben? Ich höre keinen Widerspruch. Liegt hoffentlich nicht daran, dass es so laut ist. Damit schließe ich dann die Wahlhandlung und bitte die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, mit dem Auszettel der Stimmen zu beginnen. Und bis zum Ergebnis unterbrechen wir die Sitzung.
Es geht weiter. Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl bekannt. Abgegebene Stimmzettel waren 135, Zahl der gültigen Stimmzettel ebenfalls 135. Dabei entfielen auf den Vorschlag des Abgeordneten Holger Bellino, Drucksache 20241, 108 Stimmen. Auf den Abgeordneten Alexander Bauer von der CDU, Drucksache 20241, ebenfalls 108 Stimmen. Auf den Abgeordneten Jürgen Frömmrich von Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 20242, 93 Stimmen. Auf die Abgeordnete Eva Goldmach, Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 20242, 107 Stimmen. Auf die Abgeordnete Nancy Faeser von der SPD, Drucksache 20243, 128 Stimmen. Auf den Abgeordneten Günter Rudolph von der SPD, Drucksache 20243, 121 Stimmen. Auf den Abgeordneten Dirk Gahr von der AfD, Drucksache 20240, 28 Stimmen. Auf den Abgeordneten Stefan Müller-Heidenroth von den Freien Demokraten, Drucksache 20225, 131 Stimmen. Und auf den Abgeordneten Hermann Schaus von der Linken, Drucksache 20244, 31 Stimmen. Damit sind gewählt Holger Bellino, Alexander Bauer, Jürgen Frömmrich, Eva Goldbach, Nancy Faeser, Günter Rudolph und Stefan Müller zu Mitgliedern der Parlamentarischen Kontrollkommission des Verfassungsschutzes PKV. Herzlichen Glückwunsch.